Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit dem Dodge Charger und zwar die 106. Wir schrauben heute an dem Benzintank, der hinten in den Kofferraum mit reinkommt. Und zusätzlich werden wir heute sogenannte Hochzeit feiern. Und zwar wird die Karosserie heute aufgeschraubt. Das heißt, es wird ein etwas längeres Video, gehe ich mal davon, kräftig davon aus. Und da muss ich euch noch was wegen der Nussflasche erzählen. Da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, aber ist jetzt leider nicht mehr zu ändern. Werde ich euch auf jeden Fall noch gleich zeigen. Ich denke mal, wir werden uns erstmal um die Teile kümmern, was wir jetzt hier so haben. Wir haben eine Menge Schrauben heute da. Wir haben hier, wo haben wir das? Der 25, 30, 33, 33, 36, 45 Schrauben haben wir heute zu verarbeiten. Und ich denke mal, das wird eine ganze Menge werden. Also wie gesagt, Auto muss heute nochmal auf den Kopf gestellt werden. Und dazu brauchen wir dann halt auch unseren Tuch noch wieder dazu. Aber ich denke mal, wir legen jetzt mal los. So, vorab mal noch der kleine Fehler, der mir mit der Nussflasche unterlaufen ist. Wie ihr seht, sind hier die beiden Gurte drüber. Der eine ist in die Richtung, der andere ist in die Richtung. Das habe ich so gemacht, das ist okay. Aber hier habe ich leider, ich glaube, kann man jetzt so sehen, so muss man sehen können. Hier habe ich leider verkehrt rumgeklebt. Aber sei es drum, es ist nicht mehr abzumachen, weil ich habe das hier, wie ihr in den anderen Videos gesehen habt, auch ein bisschen verklebt hier. Müsste ich jetzt abreißen. Ich habe aber leider keine Gurte mehr da. Und daher müssen wir das erstmal so lassen. Und ja, dumm gelaufen. Einfach mal nächstes Mal ein bisschen mehr aufpassen. Dann funktioniert das auch mit den Nachbarn. Das mal kurzfristig zu dem Thema. Dann werden wir jetzt mal den Tank zusammenbauen. Und zwar haben wir hier diesen schönen Tank. Tonnenweise Schrauben. Wie gesagt, glaube ich, was habe ich gesagt, um 45 Schrauben oder sowas in dem Dreh. Dann haben wir hier erstmal noch Benzinschläuche. Nochmal Schrauben. Dann haben wir hier den Tankeinfüllstutzen. Der ist hier. Den Deckel vom Tank. Sieht echt cool aus. Und nochmal den Tank selber dazu. Das ist das, was wir erstmal anfänglich verbauen werden. So, und zwar als erstes kommt erstmal der Tankdeckel rauf. Da haben wir hier die Öffnung. Da gibt es nichts, den kann man raufsetzen, wie man will. Der wird einfach bloß reingesteckt hier. So, das war's schon. Jetzt als nächstes kommt der Deckel oben rauf. Mal gucken, ob der. Das ist auch egal, wie rum der kommt. Genau, das ist egal. Und der wird mit AP-Schrauben verschraubt. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Dazu brauchen wir erstmal den Schraubenzieher. Erstmal eine ziemlich einfache Arbeit. Das ist nicht Arbeit, das ist Hobby. Ne? Denke ich mal, gehe ich mal davon aus. So. Damit haben wir den Tank schon mal zusammengebaut und jetzt kommt er auf die Rückplatte vom Kofferraum. Das muss man gucken, wie rum. Und zwar so rum, mit der Schrift nach vorne, also das ist hier hinten. Irgendwie steht die Kamera hier ein bisschen schief. So. Und wird dann hier auf diese beiden Stifte aufgesetzt. Mal gucken, dass man die trifft auch. So.
Scheint so, dass wir die jetzt richtig haben. Und wird auch mit zwei AP-Schrauben verschraubt. So. Das ist jetzt das Ergebnis. Und jetzt kommen noch zusätzlich die beiden Schläuche. Entschuldigung, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, die sind beide gleich. Ja, die sind beide gleich, die Schläuche. Einer kommt hier mit drauf. Knirsch. Der andere kommt hier in die Ecke. Der andere kommt hier mit drauf. Nö, will er nicht. Ah, okay. Muss rauf. So. Und der andere kommt hier mit rein. So, den jetzt das Ganze aus. Und natürlich werde ich das wieder mit Sekundenkleber fixieren. Jetzt habe ich mir natürlich hier meine ganze Kiste hier ausgekippt. Gut, dass da nichts mehr drin war. Und ein bisschen Sekundenkleber. Und mit einem Zahnstocher einfach hier nur ein bisschen rüber. Damit die Schläuche auch da bleiben, wo sie hingehören. So, das haben wir dann auch. Und jetzt kommt der Deckel bzw. das ganze Bauteil kommt jetzt hier in den Kofferraum hinten in die Karosserie mit rein. Und dazu müssen wir erstmal hier ein bisschen bauliche Veränderungen vornehmen, damit ihr auch sehen könnt, was ich hier mache. Ja, ich baue erstmal um und dann sehen wir weiter. So, einmal umgebaut und jetzt kommt der Kofferraumdeckel hier mit rein. Mal gucken. Genau, wir haben hier noch die eine Öffnung. Kann man sehen? Ne, wo bin ich denn jetzt? Hier, da diese Öffnung. Und die muss da rein. Das heißt, also müssen wir uns mal gucken, wie wir das jetzt hier vernünftig irgendwie reingebastelt kriegen. Wahrscheinlich, so wie ich das sehe, muss ich da noch ein bisschen Änderung vornehmen, oder? Raum aufmachen. Und hier den Stift hier mit reindrücken. Ne, das muss ja nicht nach unten, das Kabel muss ja nach oben. Das Kabel muss ja nach oben. Richtig, das muss nach oben. Also muss man das so einsetzen hier. Dann passt das auch so oder auch nicht. Das wird ganz schön enge hier, weil ich ja natürlich auch was geändert habe hier. Ich habe ja hier mehr Kabel dran, ne? Und habe die woanders rausgelegt. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal hier ein wenig was öffnen, damit hier die Kabel da rauskommen. Gut, das werde ich mal selber jetzt machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe also noch mal geguckt, ich brauchte da nichts weiter ändern. Das hat also so gepasst, ohne dass die Kabel in Beeinträchtigung gezogen werden. Das heißt also, wir schrauben jetzt hier mit LP-Schrauben das hier alles fest.
Einmal links und immer rechts. Dass das hier alles so vernünftig passt. Und jetzt hier, warte mal gucken, da und da. Da kommt da, glaube ich, gar keine rein hier an der Seite. Doch, müsste aber, so wie es aussieht. Ach nee, doch da und da. Nee, hier, also hier kommen gar keine rein, habe ich gerade gesehen. Und zwar hier kommt die noch rein. Hier kommt gar keine rein. Und da kommt auch keine rein. Und zwar die nächste kommt hier mit rein. Mal gucken, dass der Halter hier mit drin ist. Ja, der sitzt da. Und jetzt kommen noch insgesamt 6 Stück. Das heißt also, hier kommt noch eine mit rein. Und hier kommt noch eine mit rein. So, dann haben wir 6 Stück drin, genau. Aha, und dann kommen hier und hier AM-Schrauben mit rein. So sieht das aus. Also arbeiten sie hier mit 2 verschiedenen Schrauben. Mich nämlich schon gewundert. Also so 4 AM-Schrauben jetzt hier hinten. So, eine noch und dann sind wir damit durch, dann haben wir den Kofferraum fertig. Jo, und jetzt setzen wir die Karosserie auf. So, nochmal kurzfristig Fehler von mir. Das Kabel muss natürlich selbstverständlich unter dem Kofferraumdeckel. Weil wir haben hier, haben wir ja das Kabel und das ist denn da entsprechend dazwischen. Sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren. So, jetzt wollen wir die Karosserie aufsetzen. Das heißt also, wir müssen erstmal den ganzen Gedöns wieder umdrehen hier. Dann erstmal komplett umdrehen. Das ist ein riesen Bucker hier. Und jetzt ist der Tisch zu klein, Leute. Jetzt kommen wir ein bisschen näher. Und jetzt wird es halt, wie gesagt, lustig. Jetzt fallen hier gerade meine ganzen anderen Sachen runter. Setzen wir mal die Karosserie auf. Und zwar von vorne nach hinten. Man kann sich ganz gut hier orientieren, hier vorne. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Und eigentlich müssten jetzt die Kabel noch hier hinten zusammengesteckt werden, was wir jetzt gleich machen werden. So, Kabel sind zusammen. Irgendwo klemmt das gerade. Da ist hier noch was falsch. Jetzt haben wir das Kabel auseinandergezogen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht abgerissen. Das Kabel kommt natürlich muss aus dem Motorraum raus. Da müssen wir das erstmal nacharbeiten.
ist das Kabel. Können wir ja mal umdrehen. Oh ne, die haben wir ja auch. Das ist. Ja, doch, ist alles richtig, so wie es hier ist. Also da haben wir nichts weiter. Das passt schon. Das bleibt so. Gut, nächster Versuch. Gucken, wie das jetzt hier alles mit aussieht. Warum das jetzt klemmt. Nochmal zusammenstecken. Das jetzt. Es klemmt hier hinten. Noch mal gucken, sicherheitshalber. Geht nichts weiter. So, nach etwas Fummelei die Karosserie erfolgreich aufgesetzt. Türen passen noch. Und zwar sieht es so aus, dass die Karosserie nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne. Und zwar, die Sache ist die, weil wir logischerweise hier hinten diese Blende haben und diese Blende geht etwas unterhalb des Kofferraumbodens. Das heißt also erstmal hinten aufsetzen und dann ist die Sache, dass wir hier diese Radkästen drin haben, die hier sind. Und diese Radkästen müssen vor dieser Rückwand eingesetzt werden. Bei mir war das immer so, immer wenn ich die von hinten aufgesetzt habe, gingen die Radkästen über in den Innenraum rein und das ist verkehrt. Die müssen hinter, also im Radrichtung, weil Radkästen, logischerweise, sagt es ja auch schon, müssen die hier hintergeschraubt werden, also hier hintergesteckt werden, nicht hier vor. Ne? Und das war die Problematik, die ich gerade hatte. Logischerweise sind hier vorne diese Halter natürlich abgegangen. Also die, wie gesagt, ganz zum Schluss, also wenn jetzt die Karosserie drauf sitzt, dann könnt ihr die Dinger aufbauen. Das Problem war bei mir, dass ich die auch frühzeitig aufgesetzt hatte, und natürlich eine Seite mir abgebrochen ist, die ich festkleben musste. Aber die haben wir jetzt hier festgeklebt. Die ist drauf. Und wenn die Karosserie raufkommt, kann man die erstmal aufmachen, weil die Dinger springen sonst auf jeden Fall wieder runter. Wir haben unterhalb diesem hier noch einen kleinen Steg zu stehen. Und der hebelt das Ding entsprechend aus. So, jetzt drehen wir den ganzen Panzer hier mal um auf den Kopf. Was ich nur liegt, das jetzt am besten mache. Weil wir müssen, oh Gott, diese Umdreherei, wie hasse ich, wie ich sie hasse. So, und jetzt geht halt nämlich los, dass ihr dönt. Jetzt müssen wir nämlich, und zwar, die Karosserieschrauben mit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 AM Schrauben verarbeiten. 1, 2, 2 CP-Schrauben und 2 DM-Schrauben. Gut, ich würde sagen, das ist eine Runde langweilig. Wenn ich euch jetzt hier jede einzelne Schraube erzähle, wir sehen uns wieder, wenn ich fertig bin. So, erfolgreich eingeschraubt. Erstaunlicherweise, die Schrauben haben sehr gut gepasst, muss ich sagen. Haben sich auch super einschrauben lassen. Also nicht, dass da das Gewindestück von der Schraube bzw. Von der Karosserie irgendwo anders sitzt als die Bohrung von der Bodenplatte. Also hat sich alles sehr gut einschrauben lassen. Wir haben hier 1, also mit einer Seite ist hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 AM-Schrauben. Hier kommen noch 2 CP-Schrauben rein. Und dann brauchen wir noch die Hörner, die Hörnchen für hinten. Drehen wir mal den
Fahrpanzer hier ein bisschen vorsichtig um, gucken, dass ich hier auf meinem Tuch bin. Müsst ihr da sehen können, genau. Und jetzt brauchen wir die Hörner. Wo hätten die gelassen? Ausgepackt hatte ich sie. Da haben wir sie. Die beiden Hörner. Die Stoßstangenhörner, die kommen hier nämlich mit ran. Werden hier eingesteckt. Einmal. Und zweimal. Die Schwierigkeit finde ich immer, wie hält man das Auto am besten fest, ohne dass man da noch zusätzliche Beschädigung macht. Und jetzt kommen wir zu zwei DM-Schrauben. Das sind die wieder mit dem mit der Unterlegscheibe dazu. So, einmal. Und zweimal. So, damit haben wir auf jeden Fall die Ausgabe 106 komplett fertig. Nochmal zur Sicherheit. Nee, nee. Wir müssen ja nochmal vorne noch ein bisschen was schrauben. Da brauchen wir also nochmal die Räder runter. Nochmal umdrehen den ganzen Panzer hier. Und zwar kommen hier unter den Rädern hier nochmal ein paar Schrauben mit rein. So, Räder sind runter, Räder sind runter, da kommen jetzt hier nochmal AM-Schrauben rein, und zwar nochmal genauer nachgucken, wo das jetzt genau ist, und zwar sind das hier diese beiden, da kommen hier mit rein. Vorne noch. Und einmal auf der anderen Seite. Na. So, dann haben wir das jetzt auch fest. Genau, das waren einmal links zwei Schrauben, rechts zwei Schrauben. Und jetzt packen wir die Räder wieder rauf. Mal gucken, wie die jetzt richtig rum waren, damit die auch richtig ranpassen. Genau. Ah, ein bisschen fest. Genau. Jetzt einmal noch die andere Seite. Oh, mit Linksschrauben ist ja... Halt! Mit Linksschrauben ist ja nicht so einfach. Zumindest für mich. Eigentlich ist ja immer meine Greifhand die linke Hand, aber schrauben kann ich da mit der Hand nicht. Mal gucken. Ah, das war klar. Mal gucken.
gucken. Ist auch die Position hier. Naja, hat ja einigermaßen geklappt. Ja, noch ein bisschen fest. Nicht zu fest, weil die Schraube sind relativ kurz, finde ich. Ah, naja. Mit den Reifen, das ist alles hier nicht, mit den Rädern ist das alles hier nicht so der Hit. Aber es lässt sich drehen. So Leute, ganz schön ins Schwitzen gekommen hier. Jetzt können wir den Panzer umdrehen. Mit dem Umdrehen ist immer so eine Sache, er ist zusammen. Ach, ich habe immer so ein bisschen Bammel, dass man sich immer mit dem Hin- und Her-Basteln sich ohne irgendwas beschädigt am Auto. Und damit haben wir ihn erstmal auf jeden Fall zusammen. Der Sturz der Vorderräder ist mir auch ein bisschen suspekt, aber so wie ich gesehen habe, ist es bei vielen so. Aber wie gesagt, die Räder an sich sehr zufrieden mit dem Panzer hier, auf jeden Fall. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich jetzt mit der Beleuchtung, jetzt weiß ich natürlich immer wieder nicht, welcher Schalter hier, nee, der war natürlich nicht, aber der müsste das sein. Jawohl, und das funktioniert auch. Ich hatte schon ein bisschen Bammel. Ja, Beleuchtung funktioniert. Da funktioniert es auch, ein bisschen dünne, wie gesagt, da hatte ich ja damals ein bisschen zu viel mit der Elektrik gespielt, das heißt also mit zu viel Strom, und habe nachher festgestellt, dass da nur 1,2 Volt rauskommen. Hätte man nach meiner Ansicht, was ich machen würde, hätte ich da ein bisschen anders arbeiten müssen. Aber gut, so wie ist es jetzt so sein, nee, wie heißt es so schön, it is what it is. Und jetzt packen wir hier noch den Charger mit drauf und dann sieht das schon mal ja nicht so schlecht aus. Wollen wir die Haube draufpacken? Ja, wa? Packen wir nochmal zusätzlich die Haube mit drauf. Ne, das ist ja die Opel-Haube. Die falsche Haube. Hier ist sie. Da ist die richtige Haube. Und dann nehme ich nochmal die Kamera in der Hand und gehe nochmal eine Runde rum. Uns das, dass das hier nicht so richtig passt oder wie? Das passt hier nicht ganz durch mit der Haube. Warum nicht? Wo stößt die an? Die stößt an dem Mittelteil hier an. Ich muss hier vorne an dem Halter ein bisschen was biegen. Und jetzt können wir die Haube auch aufsetzen. So hat das funktioniert. Die Stifte gucken nicht ganz raus, ist aber weiter auch nicht unbedingt dramatisch. Und damit haben wir den Charger vorne fertig und meine Fingerschmaddel sind wieder drauf. Aber gut, da müssen wir jetzt erstmal durch. Ein bisschen putzen hier. Oh, regnet noch nicht unten. So. So, haben wir jetzt erstmal den ganzen Panzer und ich werde euch jetzt mal mit der Kamera einfach mal die Kamera nehmen und mal in die Hand nehmen und einmal rumreichen. So, Kamera habe ich jetzt in der Hand, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt fehlt dann nur noch die Front. Die wird natürlich im nächsten Video kommen, logischerweise. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Kann ich noch mal anmachen hier. Irgendwo war hier der Schalter. Und dann war das der zweite Knopf. So sieht das Heck jetzt aus. Mit dem hammermäßigen Kennzeichen von Andy. Da war ja im letzten Video, habe ich euch ja eine
E-Mail bzw. die Facebook-Seite von Andi gezeigt und da könnt ihr gerne das Kennzeichen bestellen. Er macht, baut euch alle Kennzeichen, die ihr wollt, in allen Ausführungen und wie gesagt, hammermäßig. Hier nochmal das Innenleben so ein bisschen. So sieht jetzt zurzeit der Charger aus. Ja, Leute, Ausgabe 106 fertig. Wie gesagt, den Tank haben wir verbaut, den Tankboden haben wir eingebaut. Wir haben die Karosserie zum auf dem Chassis aufgebaut. Was haben wir noch gemacht? Wir haben vorne die Räder, die hinteren Stoßstangenhörner angebaut, die Haube mal aufgelegt, damit das halt vernünftig aussieht. Und ja, es sind nur noch 4 Ausgaben, dann ist er fertig. Mir hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wir sehen mal weiter, was in der Ausgabe 7 kommt. Und ja, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen, auch wenn es so lange ein Video geworden ist. Und schaut bei meinen anderen Projekten mit bei. Und bis zum nächsten Mal sage ich, tschüss, euer Micha.